Heute in Elektrotraining in 5 Minuten zwei Gründe, warum du den Wechselrichter größer dimensionieren solltest als deine PV-Anlage. Ich habe leider meine beiden Wechselrichter hier nicht überdimensioniert, wie ich sage, was meines Erachtens besser ist. Ich habe sie unterdimensioniert, beziehungsweise der Hersteller, der mir es raufgebaut hat, hat es unterdimensioniert. Ich habe hier 4,6, hier 4,6. Macht im Ganzen 9,2 und PV-mäßig habe ich hier 9,6 auf dem Dachkilowatt Peak. Da ist man den anderen Weg gegangen, Wechselrichter eine Stufe kleiner zu nehmen, damit es den Preis senkt. Warum? Ich würde es heute nicht mehr machen. Ich würde hier einen 5,5er und hier einen 5,5er machen. Wäre meines Erachtens der bessere Weg. Und jetzt warum? Also, zwei Gründe. Erstens mal kann es sein, dass diese Peakleistung, da ich hier optimale Süd-Ausrichtung habe und auch einen schönen Neigungswinkel, kann es sein, dass wenn die Wolke kommt, es kommt die Wolke, das Modul kühlt ab, dann kommt wieder Sonne Vollgas und dann erreiche ich mehr als die Peakleistung und die beiden Kollegen hier hinter mir, naja, schaffen halt nicht mehr als 4,6 pro Stück, also mehr als 9,2 und hier könnte ich sozusagen mehr rausholen. Und ein Wechselrichter heutzutage ein bisschen eine Leistungsstufe größer zu kaufen, ist preislich kein Unterschied, das rechnet sich. Und jetzt kommt die zweite Sache, und zwar, wenn ich die beiden, die fahren immer an der Leistungsgrenze, also immer was geht. Und das ist auf Dauer für die Bauteile, wie soll ich sagen, ja, die gehen halt eher kaputt von der Wahrscheinlichkeit her. Weil wenn ich was habe, das von der Leistung jetzt noch beide, wenn der noch ein kW zusätzlich schafft, dann komme ich ja dann nie an die Leistungsgrenze rauf und somit hält der auch viel länger durch. Und ja, das sind meine zwei Gründe, warum ihr die Leistung des Wechselrichters mehr als 10%, sage ich immer, oder 10%, gute Hausnummer, mehr wählen solltet als die KWP-Angabe eurer PV-Anlage. Das so zu mir und jetzt wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.